Deswegen haben wir heute miteinander vereinbart, die Priorisierung beim Impfstoff von AstraZeneca vollständig aufzuheben. Das heißt, dass beim Impfen in den Arztpraxen die Ärzte entscheiden, wer jetzt wann mit dem Impfen dran ist, nach ärztlichem Ermessen. Beide Maßnahmen dienen dazu, die Impfkampagne insgesamt weiter zu beschleunigen und den Impfstoff auch von AstraZeneca möglichst schnell zur Verimpfung zu bringen. Ein guter und sicherer Impfstoff. Wir haben allein im April über 15 Millionen Impfungen in Deutschland gegen Covid-19 vornehmen können. Das ist so viel wie vorher in 3 Monaten, also in einem Monat so viel wie in den 3 Monaten zuvor. Und das zeigt, wie viel mehr Geschwindigkeit wir gewonnen haben.